Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir haben uns jetzt endlich auf den Weg gemacht, Demeter einzusammeln. Haben allerdings festgestellt, dass am Standort von Demeter erstens eine Ferroforschungsanlage ist, die sich vor allem mit Pflanzen und Biologie beschäftigt anscheinend. Ackerbau und so weiter und so fort. Aber auch, dass hier noch andere Krieger unterwegs sind, die Quen, wie sie heißen, die mich unbedingt hier fernhalten wollen und die mich für eine Barbarin halten und für einen ganz furchtbaren Menschen. Aber wir wollen doch eigentlich nur Demeter einsammeln und die Welt retten. Da hinten ist übrigens eine Werkbank. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich mir die mal anschaue. Weil ich da günstiger meine Sachen bauen kann. Wo ist sie denn? Ich stehe direkt daneben, theoretisch. Ah, da. So, Outfit-Upgrade. Ach, das war das hier, ne? Waffen-Upgrades. Oh, Waffen-Upgrades. Einmal für den Berserker-Jägerbogen, den haben wir ja neu gekriegt. Und den Herzschmetterer-Stachelwerfer. Dann wäre ich für den Berserker-Bogen echt zu haben. Weil das ist ja eine Fähigkeit, die relativ eindrucksvoll, also unique ist. Ah, fehlt ein mittlerer Maschinenkern. Aber schön, schön. So, Munition noch. Wie sieht's da aus? Hier noch was herstellen. Da noch was herstellen. Soweit ausgestattet. Passt. So, dann auf. Denn ich will jetzt mal langsam wissen, warum die mich hier nicht mögen. Ich bin denen noch nie begegnet. Ich habe denen halt nichts getan. Also außer, dass ich jetzt ein paar von ihren Kriegern umgemietet habe, nachdem sie mich angegriffen haben. Aber das zählt ja nicht. Oder? Oder? Ich ergebe mich. Tu, was du willst. Ich wollte nicht gegen deine Freunde kämpfen. Sie griffen mich an. Wenn ich nur durch den Tod dafür büßen kann. Ich werde dich nicht töten, okay? Ich will nur verstehen, was hier los ist. Woher hast du diesen Fokus? Ich gehöre zu den Auserwählten. Den Quen. Die Ahnen haben uns allein die Macht des Fokus hinterlassen. Das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Das Vermächtnis? Das Vermächtnis? Die Wahrheit. Sie liegt in der Dunkelheit und den Ruinen. Zwischen der uralten Asche und den Knochen des Vergangenen, auf das es wartet. Als Wahrsagerin muss ich sie suchen. Zum Wohle meines Volkes. Du suchst nach Daten. Vielleicht können wir uns unterstützen. Wie heißt du? Alva. Zweite Wahrsagerin in der Ostexpedition. Ich bin Aloy. Fangen wir von vorn an. Aha, aha. Ich weiß nichts über die Quen. Erzähl mal. Unser Land liegt jenseits des großen Ozeans. Wir waren noch nie hier. Warum also jetzt? Unsere Heimat wurde von extremem Wetter verwüstet. Schreckliche Stürme und sengende Dürren. Unsere Ernten fallen aus. Unser Volk verhungert. Auf der Lösungssuche wurde vorgeschlagen, dass wir durch die mutige Überquerung des Ozeans nach Landfall des Vermächtnis vielleicht das Wissen erlangen, das unser Volk retten kann. Doch bisher entzieht sich uns das Wissen. Aber du hast mir ja schnell verziehen, dass ich deine Kumpels um die Ecke gebracht habe. Okay. Ihr nennt also die Daten aus der Vergangenheit Vermächtnis? Ja,
alles, was nicht verloren ist oder verboten. Was bedeutet das? Alles, was wir lesen können und das, was erlaubt ist. Okay, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, wofür benutzt ihr denn die Daten? Die größten Geheimnisse sind die, die das Leben vieler verbessern. Wie man Pflanzen anbaut, wie man Fluten zurückhält oder sogar das Meer überquert. Technologie. Das suche ich hier. Technologie, die meinem Volk zu Hause hilft. Das klingt doch so, als wäre schon ein dritter Teil geplant. Aber ja, klar, warum soll Aloy die Einzige sein, die rausgefunden hat, wie ein Fokus geht? Also, ja, finde ich gut. Du sagst, die Ahnen hinterließen deinem Stamm den Fokus. Ja. 13 Wahrsager besaßen diesen hier, seit er in unserer Heimat in den Ruinen entdeckt wurde. Ich trage ihre Namen in meinem Gedächtnis. Du hast also einen, aber keiner der Soldaten da draußen. Ah. Jeder hat seine Aufgabe. Die Aufgabe der Wahrsager ist es, das Vermächtnis zu suchen, die Weisheit der Ahnen zum Wohle aller zu deuten und zu beschützen. Also wissen nur die Wahrsager, wie man einen Fokus benutzt. Nicht mal die Herrscherfamilie und sicher keine Soldaten. Wie viele Wahrsager gibt es denn? In Landfall nur eine kleine Gruppe. Zu Hause ein paar Dutzend mehr. Schätze ich. Das wissen nur die Aufseher und ich gehöre nicht zu ihrem Rang. Interessant. Die haben mich angegriffen, die Schweine. Sie schossen auf mich ohne Warnung. Warum? Es ist die Pflicht der Quen, das Vermächtnis zu suchen und es vor den Dummen und Neidischen zu schützen. Also du erscheinst nicht dumm. Aber zu Hause wollen uns andere Stämme Böses. Es hieß, das Gleiche gelte auch hier. Sagt das euer Vermächtnis? Das Vermächtnis ist wahr. Aber es wurde schon oft falsch gedeutet. Ich hoffe, die Zeit und die Weisheit der Ahnen führen uns auf den richtigen Weg. Ja, das hoffe ich auch. Dein Volk nennt diesen Ort also Landfall des Vermächtnis? Nein, in Landfall sind wir angekommen. Im Westen, im Schatten der versunkenen Stadt, der zerstörten Brücke. Du meinst San Francisco? Ja, du kennst das Vermächtnis gut. Der Ort war für die Ahnen von großer Wichtigkeit. Wir hatten gehofft, dort ihre Geheimnisse zu erfahren, doch die Türen sind bisher verschlossen. Aber wir entdeckten dort Daten, die uns hierher führten. Vielleicht unsere letzte Chance. Um etwas zu finden, das eure Ernten und euer Volk rettet. Ja. Wenn die Ahnen uns noch einmal gewogen sind. Hast du was Nützliches gefunden? Ich suche einen Ort in diesem Komplex namens Teststation Efeu. Hast du diesen Namen irgendwo gesehen? Nein. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine Karte aussah. Aber sie war unlesbar. Verloren. Vielleicht werde ich ja daraus schlau. Da. Jede Menge Dateien. Ich habe sie durchgesehen. Schau im Abschnitt TH-Anlage. Wie gesagt, verloren. Du siehst die Karte nicht? Oh. Dein Fokus ist ein frühes Modell. Dein Betriebssystem kann Dateien von nach Mitte der 2050er nicht lesen. Aber ich kann sie mit dir teilen. Sie teilen? Du siehst das Verlorene und Verbotene. Weder verloren noch verboten, nur ein neueres Format. Da, dort muss ich hin. Aber das geht nicht. Wir versuchen seit einer Woche tiefer in den Komplex zu gelangen. Der Weg ist durch Geröll blockiert. Was ist mit dem Tunnel? Er wird von hier freigeschaltet. Nein. Ich hielt die da für eine Art Zugangskontrolle, aber ich konnte nicht genug Daten zum Bedienen lesen.
Versuchen wir es mit meinem Fokus, okay? Diese Konsolen sollten wohl synchron bedient werden, die ist echt schnell darüber hinweggekommen, dass ich ihre Kumpels alle umgebracht habe. Du bist alleine hier jetzt, ne? Also das ist dir schon klar. Es ist sehr spannend. Okay, na gut. Okay, dann mal los. Ich folge dir. Okay. Na los, gehen wir. Du bist ein bisschen gruselig. Mit dir mitkommen? Wir mussten den Tunnel doch zusammen öffnen, oder nicht? Was meinst du, Labyrinth? Der Karte nach sollte weiter drinnen noch ein Ausgang sein. Bleib bei mir. Oh, geh voraus. Hätten wir doch fast was liegen lassen hier. So, so, veraltete Fokusmodelle haben die also. Gut, dass Aloy bereits weiß, dass es sowas auch gibt. Unfassbar, dass du uns reingebracht hast. Ich hatte Angst, immer mit den Soldaten dort bleiben zu müssen. Wie sie die Barbaren abschlachteten, die sich näherten. Als ob es ihnen gefallen hätte. Die meisten meines Volkes sind anders. Versprochen. Ah, es ging also nicht explizit um mich, sondern um alle, die in die Nähe gekommen sind. Okay. Das macht es zumindest nicht persönlich, aber naja. Aber anscheinend ist sie froh, dass die Soldaten weg sind. Na dann. Oh, Feuerglimmer. Ah. Lieber zurücktreten. Gut, dass ihr jedes Mal sagt, wieder zurücktreten. Weil man könnte es doch relativ schnell vergessen. Das war laut. Ja. Laut ist meine Spezialität. Laut kann ich. Es muss doch einen Weg rausgeben. Code-Fragment, abweichender Code, geborgen aus der Fass Treibhausanlage. Es sind schon wieder diese Dinger. Das ist wie bei den Metallblumen im ersten Fall. Die haben auch so Gedichte. Ah, danke, meine Liebe. Da hätte ich jetzt lang gesucht. Es muss doch einen Weg rausgeben. Ja, ich bin ja dabei. Durch. Wir wollen ja nicht raus, wir wollen ja weiter rein. Oh, links oder rechts? Relativ egal zu sein. Laut der Karte sollte der Ausgang da lang sein. Wenn du das sagst, liebe Aloy. Auf wieder oben zu sein. Ja, fühlt sich wie ein Grab an. Wir haben uns relativ schnell angefreundet, oder? Es ist ja ein Sonnenscheinchen. Das ist ja ein Sonnenscheinchen. Hier geht's auch nicht weiter. Ja, wie bist du denn jetzt da hingekommen? Ich will da auch hin. Ah. Eine Luke. Oben an der Leiter. Na, ob wir die aufkriegen? Mehrmals am Tag im Komplex ein und aus. Nur die Ahnen wissen, warum. Die Ahnen sind tot, Alva. Natürlich. Wie könnten sie sonst Ahnen sein?
Wir haben wohl dringendere Probleme. Folge mir. Wie könnten sie sonst Ahnen sein? Ja. Wo sie recht hat? Also da... muss man ihr schon zustimmen, ne? Sie hat das Projekt sabotiert. Weißt du, wie viele Leben diese Affäre hätte kosten können? Akiono, wir prüfen gerade, welche Daten wiederhergestellt können. In der Zwischenzeit haben wir Wochen damit verbracht, Ergebnisse hinterher zu jagen, die nirgendwo hinführen. Kochanskis Projekt hätte die Antwort sein können. Können wir sie bitte bedenken, dass Dr. Kochanskis Libido dabei eine große Rolle gespielt hat? Naja, so groß nun auch wieder nicht. Nicht hilfreich, Akrofi. Können wir uns bitte auf die pflanzliche statt auf die menschliche Reproduktion konzentrieren? Sehr richtig, es ist unser Job, unsere Verantwortung, diese Pflanzen zu liefern. Deshalb weise ich Dr. Samuelsen einem anderen Team zu. Sie hat ein Projekt sabotiert und darf bleiben. Und wir alle werden die Zeit aufholen müssen, die wir verloren haben. Wie? Wir arbeiten noch schon nachts und am Wochenende. Was die Zahl der Seitensprünge reduziert hat. Nicht hilfreich, Akrofi, der hat Humor. Charles Darwin, wer auch nur eine Stunde seiner Zeit zu vergeuden wagt, hat den Wert des Lebens noch nicht erkannt. Und wir halten so viel Leben in unseren Händen, also werden wir alles tun, was nötig ist, um die Arbeit zu beenden. Während der Spieler hier vorsitzt und das vorliest. Naja, Albert Einstein, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Dr. Samuelsen hat das bewiesen. Wir sind uns doch einig, dass sie gehen muss. Sie bleibt, Anweisung ganz von oben. Pharaoh, natürlich, nicht gerade jemand, der Moral wichtiger ist, dem Moral wichtiger ist als Resultate. Schluss jetzt, alle, ich habe eure Einwände gehört. Hört jetzt auf damit, sonst schalte ich dieses Messaging-System offline. Eieiei. So, und wie kommen wir jetzt hier weiter? Kommen wir irgendwo durch? Sieht nicht so aus. Aber wir müssen ja hier irgendwie raus. Und die Maschinen ärgern. So, hier sind wir hergekommen. Hier haben wir was. Okay. Maschinen. Wir können kämpfen. Oder vorbeischleichen. Du entscheidest. Wo müssen wir denn hin? Ich wäre Fan von Vorbeischleichen. Oder aber stiller Schlag. Muss mal gucken, kann ich ihn erledigen damit? Ja, kann ich. So, dann haben wir hier noch ein Langbein. Oh, ein Feuer. Mit Löschwasser zu beschießen? Ein Feuerkrallenschreiter. Entsperrt, reitbar. Ah, hier kann ich erkennen, ob ich sie überbrücken kann. Also ich könnte den Krallenschreiter auch überbrücken. Ja, da hinten ist noch einer von den kleinen. Also wir versuchen es erstmal mit Vorbeischleichen und leise um die Ecke bringen. Überschreiben wäre auch lustig, ja. Ist aber riskant. Ich könnte ich noch in die Luft jagen. Wäre vielleicht auch spaßig. Würde aber vielleicht Krach machen. Hier leise loswerden können. Ja, können wir. Aber hier ist nichts mehr, wo wir uns verstecken können. Das ist natürlich doof.
Der geht einfach nur hin und her. Schwach gegen Blitz. Klauen und scharfe Zähne oh. Nicht genug. Du kannst gerne näher kommen, dann kann ich dich überschreiben. Aber so viel näher kommst du nicht mehr, ne? Schade. Ich trau mich nicht. Die Fähigkeit, Maschinen zu zähmen, könnte für die Gwen gefährlich sein. Ist, wo können wir hier hochklettern? Oh, da hat uns was entdeckt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir können uns nicht verstecken. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wo sind meine... Eieiei. Wo ist meine... Da. Ich brauche mal starten. Sie ist gelähmt! Munition! Hier! Das hat wehgetan! Ja! Überbrücken kann ich sie auch, wenn sie gelähmt sind. Das ist natürlich nice. Wo haben wir denn hier einen normalen Jägerbogen? Quallenschreiter hat uns nicht erwischt. Oh Gott. Gott sei Dank. Na gut. Na immerhin. Na immerhin. Gucken wir noch schnell, wie wir hier hochkommen. Da ist doch was. Mal dagegen schießen? Ja. Ich wollte es ja eigentlich vermeiden, aber naja. Der Krallenschreiter war wahrscheinlich noch über... Der ist immer noch... Ach, der ist ein Reittier! Ach komm, Moment. Schön geleiten. Deswegen, ich habe schon gedacht, der kommt uns doch sicher auch gleich entgegen. Nee, der bleibt dauerhaft überbrückt, weil er ein Reittier ist. Ja, Hallöchen! Wollen wir mal ein Ründchen? Darf ich nicht? Wie steige ich denn auf dich auf? Du bist ein Reittier, aber ich kann nicht aufsteigen. Warum nicht?
Das ist aber schade. Moment, ich pfeife dich mal her. Hä? Ja. Geht nicht. Ein Vorrat schadet nie. Moment. Ach, weil das hier ein Gebiet ist, wo ich keine Reittiere verwenden kann normalerweise. Das ist... Ah, verstehe. Ist zwar sehr unintuitiv, aber gut. Ich verstehe es. Normalerweise kannst du hier kein Reittier hinpfeifen. Und deswegen reagiert der auch nicht und du kannst hier auch nicht reiten. Schade. Hätte ich gerne ausgetestet jetzt. So. Eine Lüftung. Ich glaube, ich kann sie öffnen. Bin gleich hinter dir. Weiter, okay. Nichts mehr. Geht's da wirklich weiter? Ah. Wie soll ich das jetzt aufmachen? Du bist ein bisschen im Weg, Mädel. Können wir tauschen? Die hat übrigens Plasmapfeile. Schnieke. Ich kann nämlich jetzt hier nichts... Ah, so. Denn jetzt? Vielleicht können wir durch die Luke im Boden... Sieht wie die aus, die wir bei der ersten Station benutzt haben. Hier oben gibt es auch Konsolen. Aber man kommt nicht an sie ran. Warte kurz. Mal sehen, was ich finde. Das sieht aus, als könnte hier eine große Maschine rein. Im Zweifel. Wo hat sie denn Konsolen gefunden? Da. Kuhladegerät-Lagereinheit. Aha. Ach so, da kann ich gerade ziehen. Das rührt sich nicht. Vielleicht bei den anderen. Und noch was? Vielleicht gibt's hier unten etwas, das mir hilft, an die Konsolen zu kommen. Das muss ich mir aber merken, dass man Krallenschreiter, weil sie Reittiere sind, dauerhaft überbrücken kann. Das ist natürlich praktisch. Zeit ist hochzujagen. Aloy, könntest du mich nächstes Mal vorwarnen, wenn du eine Wand hochjagst? Ich versuch's. Okay. Haben wir eine Wand kaputt gemacht. Da können wir auch irgendwie Strom reinhauen, aber wir brauchen eine Batterie, die wir wahrscheinlich sogar noch aufladen müssen. Für das Schloss brauche ich einen Datenschlüssel. Oh meine Güte. Ich glaube, die kriege ich da weg. Okay, das bewegt sich. Na also. Dahinter ist ein Hohlraum. Aber die hier ging nicht, ne? Nee. Hä? Oder? Doch, die geht auch. Welche klemmte denn? Aha. Aha. Das sollte helfen. So, auch immer dieser Schlüssel da hinterklemmte. So, wofür brauchte ich den jetzt? Hierfür. Konsolen bringen. Ganz genau. Kommst du?
Willst du nicht draufspringen? So? Einen Moment, lass mich nur. Ich hab's geschafft. Okay, schön. Die ist ja ein Sonnenscheinchen. Sehr gut. Rüberspringen. Geschafft. Ich bin bei der Konsole. Moment. Hier sind Daten. Viele. Aber gesperrt. Irgendeine Zugriffsbeschränkung. Komm wenigstens die Tür auf. Ich muss dran vorbei, sonst scheitert meine Mission. Ich helfe, wenn's geht. Okay? Aber zuerst müssen wir hier raus. Okay, wir müssen die Luke öffnen. Mal sehen. Okay. Ich entsperre eine Speichereinheit. Da drin sollte eine Energiezelle sein. Dann musst du irgendwie in den Generatorraum. Aha. Okay, bin dabei. So, eine, da war ja eine, die geklemmt hat. Hier, okay. Das muss weg. Ah. Ich hab die Energiezelle. So. Wo ist sie denn jetzt? Hä? Hier stand doch gerade was von Energiezelle. Habe ich sie jetzt schon? Anscheinend. Nee, jetzt stand da. Ah, hier. Da hinten drin. Okay. Sieht nicht so aus, als wäre der Generator in diesem Raum. Er muss irgendwo anders sein. So, jetzt müssen wir sie erstmal aufladen. Oder? Nee, einsetzen. Okay. Reicht. Die Türen haben wieder Strom. Du erreichst mich jetzt. Bin unterwegs. Muss ich wieder nach oben? Irgendwie ist sie mir sympathisch, aber irgendwie auch. Irgendwie ist sie seltsam. Aber die begeistert sich halt einfach sehr für die alte Technologie, glaube ich. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig bedienen, um die Luke zu öffnen. Ich gehe zur anderen Konsole. Du bleibst hier. Toll, das hat ja schon mal geklappt. Das hat ja schon mal super geklappt. So, das versuchen wir jetzt nochmal in gut. So. Es kann losgehen. Bist du bereit? Bei zwei. Eins, zwei. Leitet die Mannrangen Schwachstellen-Testszenario 12C15. Was kommt jetzt? Okay, dort müssen wir hin. Initiiere Umwandlungsprozess. Ui. Initiiere Biomasse-Umwandlungsprozess. Ui. Was? Nein, 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 nein. Oh, oh. Oh nein! Wie schalte ich dieses Ding aus? Abschaltsicherung überschritten. Test kann nicht abgebrochen werden. Der Welt. Test abgeschlossen. Strukturelle Integrität der Diamantranken. Nicht beeinträchtigt. Was war das da gerade? Alva. Triff mich unten.
Ich teile eine Datei mit dir, okay? Testprotokoll Ulmer. Heute ist Dienstag. Der zweite? Ach, egal. Ich sage das für das Ende der Welt. Es ist wirklich ironisch. Wir haben Biomasse-Umwandlung entwickelt. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das sie auffällt. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht fressen, aber können wir sie rechtzeitig einsetzen? Gott, ich hoffe es. Ich verstehe nicht. Deine Ahnen, sie wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder verboten. Nun, sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, dass irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Wenn ich nichts finde, das hilft, nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Verstehst du das? Meine Familie, meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Alva. Alva. Ich verstehe. Wirklich. Es ist schwer zu erklären, aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Wenn ich erfolgreich bin, wird dein Volk keine Daten brauchen. Die Dinge werden einfach besser werden. Selbst wenn ich dir glauben sollte, mein Volk wird es nicht. Ich muss etwas zurückbringen. Okay. Wir gehen zur Teststation Efeu und beseitigen irgendwie diese Ranken. Dann gelangen wir in den Datenkern. Was ich suche, ist dort drin. Wenn ich es habe, wird es vermutlich jegliche Zugänge zu allen Daten dieses Ortes freischalten. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Aber jedes Geheimnis birgt sein eigenes Labyrinth. Eine Wahrsagerin muss beharrlich sein. Geh weiter. Ich folge dir. Wir müssen in Bewegung bleiben. Die Teststation Efeu kann nicht mehr weit sein. Okay. Jetzt wissen wir, was es mit dieser roten Pest da auf sich hat. Eieiei. Das war also dafür gedacht, um die Maschinen aufzuhalten. Und jetzt führt es dazu, dass die Leute hungern. Na super. Okay, aber lange Zwischensequenz. Es reicht für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich bin gespannt, was wir sonst noch hier erfahren werden. Ich hoffe, ihr genauso. Und wir sehen uns. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.